Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder sowas halt und rumbackt oder so, schreibt einfach kurz im Chat, die liebe Regie ist für euch da. Und passt natürlich auch immer auf, dass ihr da gute Chancen habt. So, ich bin gespannt, was hier heute noch alles passieren wird. Beziehungsweise, ob wie viele Leute es schaffen werden. Ich guck mal kurz nach den Wetten, wie sie schaut es denn da eigentlich aus im Twitch-Chat. Ah, Moment, das war Minigames. So. Ja, die eine oder andere Wette ist schon angekommen. Es wird heute ganz oft getippt, dass einer gewinnt. Ja, wir schauen mal. Ich bin mal gespannt. Jungs, meine Pizza ist weg. Ich kann nicht weitermachen. Was? Wieso ist deine Pizza weg? So, ich bin gespannt, was hier noch passiert. Feuer-LP ist ausgeschieden, oder wie? So, ob ich Goldäpfel verteilen kann? Nein, mache ich nicht. Aus Gründen. So. Genau, ich denke mal, ein großer Teil, 570 Sekunden sind noch Zeit. Na, ich habe mal kurz ein paar Chats nochmal durchgeguckt. Genau, die ersten entmute ich gleich. Und, wir schauen mal. So, wer ist denn hier durch? Der Hubba ist durch. Ich gewinne immer, ist auch da. Cardocraft ist auch da. Der Shogocraft, der Keksgame sind noch am Start. Atombombe natürlich auch. Dann Zockerplays und Hobbits, ne? Und, der liebe Hobbits, ne? Ja? Orioman natürlich auch. Adrian ist am Start, denn der Noronymus nenne ich dich jetzt, ne? So, Lexus HD, Viola ist am Start. Dann, ich bin Arta, der Gewinner von letzter Woche. Aber wir schauen natürlich rüber, wer es noch nicht geschafft hat, weil das ist natürlich spannender für euch. So, und MC Smiley, du hast kein Trinken. Ja, wie gesagt, kommt ihr kurz vorne an die Lobby sozusagen und ich verteile noch ein bisschen was für euch. Wenn ihr doppelt habt oder so, gebt auch ruhig einen weiter an die anderen Kollegen innen drin, ne? Soll es natürlich hier nicht verdursten. So, 510 Sekunden. So, MC Smiley, du brauchst wie gesagt nicht spammen. Keine Sorge, ich lese das schon. Ne? So, und wie gesagt, wenn ihr jetzt gerade essen solltet nebenbei oder das noch zuschauen solltet oder so, guten Appetit oder je nachdem, wo ihr auch mal seid. Ne, gehabt euch wohl auf jeden Fall. Auch wenn man arbeiten muss, ne, vielleicht. So, die geben nichts ab. Ja, MC Smiley, wie gesagt, du kriegst bestimmt noch. Ich gebe dir nachher noch bestimmt auf jeden Fall einen direkt von mir. Sozusagen. So, der logische Jojo. Oh, du hast gesehen, ja, liebe logische Jojo. Nicht jede Plattform gibt einen Jump Boost. Diese hier zum Beispiel nicht. Hier kann man dann einfach natürlich so rüberspringen und dann muss man aufpassen, dass man nicht runterfällt. So. Genau, und dann muss man natürlich. Nicht das so wie machen wie ich. Oh nein, ihr seht, ich hatte ein bisschen früher. Nicht so schlimm. Wir schauen mal am Anfang. Jetzt Mauku versucht es auch noch. Mayat, ich habe euch vergiftet. Was? Habe ich gar nicht. Erst zur letzten Challenge. Aber sowas würde ich niemals machen. Das war die liebe Regie. Na, ich krieg natürlich immer von der Regie immer Items in ins Inventar gelegt, ne? Und die verteile ich natürlich dann immer. So, ich muss mal kurz einen Schluck trinken, ne? Prost an euch auch auf jeden Fall. So. Ja, und ansonsten, was ist sonst noch? Was passiert sonst noch? Ab Montag gibt's halt wieder eine neue Reihe von einem Let's Play von mir. Auf YouTube. Aber das wird nur auf YouTube tatsächlich kommen. Ich weiß nicht, ob ich das mal streamen werde. Zwar haben wir wieder angefangen, Ark Survival Evolved zu zocken. Und dort haben wir dann auch einen Community-Server, beziehungsweise vereinzelt sind die Leute, die natürlich bei uns mitspielen wollen oder so, die lassen wir dann halt damit drauf. Aber auch nur, wenn sie dann halt ordentlich mitspielen. Aber wie gesagt, wir machen da, haben da schon ein paar tolle Ideen. Ich bin mal gespannt. Die ersten 6 Folgen haben wir schon aufgenommen. Und ja, die Folgenlänge wird so circa 20 Minuten betragen. Und da bin ich mal gespannt. Hashtag Prost wurde in den Chat geschrieben. Danke. Ja. Es sind 123 Leute online. Herzlich willkommen an alle auf den Servern. So, beim Event sind natürlich nur noch 55 verbunden, circa. 51 oder so. Ja.
Und Nightshadow, keine Sterne schreiben, weil das sonst, ne, denken die Leute, du beleidigst oder so. So, wir verteilen nochmal ein paar ein paar Kekse, ne, und natürlich noch ein paar Energy Drinks, ne. Und lieber Smiley, ich weiß nicht, wo du gerade rumstehst, ne. Und logischer Luca, Facecam, die wird bald kommen, sobald ich die Beleuchtung halt habe, weil es momentan ein Problem, weil ich hier auch ein Greenscreen habe. Also ihr seht das in den zwei Greenscreen-Videos, die ich bisher gemacht habe. Da ist das so ein bisschen flackernd noch. Das gefällt mir noch nicht ganz. Deswegen, ne, möchte ich die Facecam da. Ja. So, warte mal. MC Smiley ist da unten. So, davon solltest du auf jeden Fall einen abbekommen, oder? Ich glaube. Jo, er hat einen abbekommen. Genau, jetzt musst du nicht verdursten. So, wir schauen nochmal rüber zum Spiel. Natürlich, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit gerade noch ist. 310 Sekunden wurde im Chat angezeigt. Und, ja, wir endmuten schon, Leute, nebenbei, keine Sorge. Ne? Nur, wir müssen ja auch erstmal hier natürlich reinfinden, heute, in den heutigen Abend. Ne? Wir sind jetzt seit, knapp 50 Minuten online. Und, ja. Ich bin mal gespannt, was heute noch alles passieren wird. Devil's Energy Drink. Ich hoffe, Nightshadow, du hast auch einen abbekommen. So, der logische Jojo versucht's gerade noch. Ne? Wir schauen ihm mal zu, ne? Ist natürlich klar, manche Leute haben hier halt Nachteile, die einen etwas schlechteren PC zum Beispiel halt haben, da könnte es ab und zu mal laggen. Aber wir beachten bei den Prüfungen tatsächlich schon, dass wir halt sowas halt auch berücksichtigen. Ne? Zum Beispiel bei den Jump'n'Runs oder sowas, ihr werdet es nicht glauben, aber unsere liebe Regie, ne, gibt sich jedes Mal das Vergnügen und testet die Jump'n'Runs, ich glaube, mit 10 und mit 15 FPS. Irgendwie so, ne? Man kann es ja in den Einstellungen von bei Minecraft einstellen. Genau, und dort, ja. Dort testen die Leute das halt sogar, ne? Von da aus, wir geben uns da echt Mühe. Ne, aber wie gesagt, ja. Einer, der natürlich einen super PC hat oder sowas halt, der hat hier natürlich leichte Vorteile bei so einem Challenge, sag ich mal so. Ne? Geschicklichkeit natürlich, klar. So, du brauchst noch einen Keks. Es knistert. Was? Gut. Wir schauen weiter zu, wie der liebe. Moment, ich hab den Namen. Uah, Moment, der liebe. Ah, logische Jojo. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Bitte nicht. Uah. Genau, logischer Jojo nach unten gucken, dann fliegst du nur gerade hoch. Aber das sieht ganz gut aus jetzt gerade, was du da machst. Sehr, sehr nice. Oh, der vorletzte Sprung. Nein, 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 nein. Oh nein. Er ist runtergefallen beim letzten Sprung. Schade, oh Mann. Ich hätte es dir jetzt gerade echt gegönnt. Ne? Wie gesagt, manche Plattformen geben keinen Jump Boost. Also hier diese letzte natürlich auch. Als kleiner Tipp, da springt ihr einfach so nochmal rüber und werdet dann hier wieder hochgeschleudert. Ne? Aber in dem Fall habe ich es einigermaßen gut geschafft. Ja, 180 Sekunden sind noch Zeit. Und das heißt 3 Minuten. Deswegen denke ich, der liebe logische Jojo, ne, wird es hier nochmal schaffen, auf jeden Fall. Bin ich mir sicher. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. So, wir gucken mal zu. 160 Sekunden. Und da legt er einen super Sprung vorweg. So, ich muss mal gerade gucken. Mr. Cheater hat aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen können. Er wünscht uns allen ein fröhliches Hashtag Pay to Win. Ja, ich weiß. Nicht wundern, das macht er immer. Ne? Und ich weiß gar nicht, die biologische Jojo ist ja jetzt schon durch. Ne? Und schade, aus persönlichen Gründen. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes passiert. Ne? Ansonsten auf jeden Fall gute Besserung. Jo, genau, lieber House Orc. Moment. Vielleicht finde ich dich ja gerade mal kurz in meinen. Moment. Das müsste. So, hier muss ich dich mal kurz suchen. Moment, hier muss ich da echt tatsächlich die Liste einmal durchgehen. So. Ja, beziehungsweise das Geld verteile ich ja normalerweise immer nach dem Stream. Ich wundere mich, also ich werde das auf jeden Fall nicht vergessen, keine Sorge. Der Rang wird bei dir noch nicht angezeigt. Moment, deswegen muss ich hier mal. Vielleicht finde ich dich jetzt gerade auf die Schnelle. Aber hier sind so viele Leute schon tatsächlich in dieser Liste. Manches H. Aber leider nicht alles mit H. Ja, und ansonsten, es sind noch 80 Sekunden Zeit, liebe Leute. Auf dem Server, ihr seht es hier, ich schwebe hier gerade ein bisschen blöd rum. Ne? Aber wie gesagt, lieber House Orc, ich gucke dann nebenbei, ne, nochmal nach. Und, ne, dann werden wir das auf jeden Fall schon einstellen. So, gut.
60 Sekunden sind noch Zeit. Die Leute warten schon. Na, ich bin gespannt. Ist hier überhaupt noch jemand am Springen? Oh, hier ist noch einer am Springen. Moment, der liebe Flitzko 400. Und der liebe, Moment, dessen Namen. Oh, der liebe Master High, glaube ich. Ne? Wir werden hier bei dieser Challenge einmal 2 Minuten Verlängerung machen, würde ich sagen. Ja, lieber Caro, keine Sorge. Der Ark-Server ist ja schon da. Ich habe ja schon, wie gesagt, wir sind ja schon heute, gestern so ein bisschen drauf gewesen, ne? Und haben, wie gesagt, schon 6 Folgen aufgenommen. Also, ne, 6 Folgen à 20 Minuten kannst du ja ausrechnen. Na, und die Folgen werden alle 2 Tage erstmal kommen. Ne? Weil ansonsten komme ich da leider nicht ganz hinterher. So, 120 Sekunden sind noch Zeit. Eigentlich 130, ich habe gerade 10 Minuten, ne? Genau, Nightshadow, wir haben das schon gesehen. Die liebe Regie kümmert sich ja darum, die hat, glaube ich, das geschrieben. Du sollst mal kurz reconnecten oder so, meinten die, glaube ich. So, MC Tube Boy, guck, ist auch schon 13 Stunden. What the fuck, ne? Sehr, sehr cool, dass wenigstens ein paar von euch immer und immer wieder fleißig mitzuschauen. Dafür auch natürlich immer herzlichen Dank, ne? Dass ihr meine Stimme so lange ertragt. Nein. Ich hoffe, ihr macht's ja gerne, ne? Wie gesagt, ich hoffe, ich kann euch ja natürlich damit auch ein bisschen unterhalten. Und genau, Hafralu, wenn ihr einen YouTube-Kanal habt oder so, könnt ihr ab und zu gerne mal in Minecraft-Chat das halt posten. Ne? Nicht spammen, ihr kennt das ja, ne? Aber ansonsten, So, du willst mitspielen, MC, also, ne, lieber Karacho? Ich weiß nicht, bist du im Teamspeak? Ich kann dir nachher mal die IP geben. Die IP und das Passwort. Nee, also, nein, nein, keine Sorge, Atom. Vom Ark-Server. Den werde ich auch nicht im Twitch-Stream einbinden, keine Sorge. Ne? Ne, da lassen wir natürlich ausgewählte Leute mit drauf, ne? Momentan können halt mit uns 14 halt drauf, ne? Weil wir wollen ja nicht übertreiben. Von da aus, ne? Da gibt es sozusagen so eine Queen Cards. So, du bist ein freiwillig Auserwählter. Ja, das könnte stimmen. Und Kostis, hi, hallo. So, die Klapperschlangen, die klapperten, bis ihre Klapper schlapper klangen. Ah, okay. Alter Falter. Ne, Zungenbrecher ohne Ende. Ich höre, hier wird auch einer die ganze Zeit geportet irgendwie. Liebe Leute. Liebe Regie, könnt ihr mal zu mir kommen? Verlängerung, ich weiß nicht, springt überhaupt noch jemand? Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Ich glaube, es springt nämlich keiner mehr. Ich bin mir nicht sicher. Oh, doch, einer springt noch. Machen wir 1 Minute noch und dann die letzte Minute. Aber hier vorne habe ich nämlich gerade ein Problem noch kurz festgestellt, deswegen, wir entmuten gleich welche, keine Sorge. Oder? Warte, war das hier? Oh, jetzt bin ich natürlich zurückgeportet worden. Sehr schau. So. Ein logischer Luke. Ränge kann man nicht kaufen, nein. Ne, du kannst gerne bei uns spenden, wie gesagt, ne? Aber da einfach auf dem Minecraft-Server Ausrufezeichen Spenden eingeben. Aber kaufen, wie gesagt, wir sind ja kein Shop oder ne, wir verkaufen ja nichts. Ne, aber wir müssen halt leider natürlich, wie jeder Minecraft-Server, natürlich auf Spenden sind wir natürlich angewiesen, das von da aus an, ja. Da einfach mal nachgucken, wenn du da Interesse hast. So. Hashtag Zungenbrecher wurde gerade gesagt. Genau, Hashtag Check geht all. Hashtag Check, Ausrufezeichen Check geht natürlich auch. Seit 1 Monat und 1 Woche. So, ich höre hier nämlich die ganze Zeit Teleportationssound. Ich weiß nicht, ob die Regie mich wahrscheinlich gerade trollen will. Vielleicht aber auch nicht. Und, gut, 49 Leute sind noch weiter. Der ein oder andere ist ausgeschieden, ne? Logo Gamer. Nein, keine Sorge, du bist nicht ausgeschieden. Wir lassen dich noch weiter. Weil du bist ja offiziell in der nächsten Lobby. Aber geht immer in die nächste Lobby rein, liebe Leute. Ne, also immer in diese tolle Holzlobby gehen. Ausrufezeichen Reaper geht nicht, keine Sorge. So, genau, einer stand ja hinter dem Tor, den müsst ihr kurz mal reinporten. Ne, den Logo Gamer. So. Logo Gamer. Ich glaube, er ist jetzt drin, soweit ich weiß. Gut. Von da aus, in der nächsten Challenge, liebe Leute. Ja, worum wird es da gehen? Werden wir mal nachschauen. Ich bin mal gespannt. So, 8 Minuten habt ihr Zeit. Genau, unser Jump'n'Run kommt jetzt. Ich bin mal gespannt, wie es diese Woche aufgebaut ist. Ne, letzte Woche. Letzte Woche. Oh,
Wir sehen hier Glowstone, ne? Ich bin mal gespannt, ich will nicht zu viel zeigen. Wir zeigen jetzt auch nichts weiter. Und von da aus würde ich sagen, liebe Leute auf dem Server, ein Hashtag ja, wenn ihr wieder bereit seid, ne? Ich soll mich raus teleportieren, echt?